Willkommen zu dieser Meditation zur Selbstliebe. Diese kleine Meditation soll dir helfen, dich selbst zu lieben, denn nur wenn wir in der Lage sind, uns selbst zu lieben, dann kann die Liebe auch ihre natürliche Schönheit im Alltag entfalten. Lasse dir einfach ein wenig Zeit, hier anzukommen und diese kleine Meditation zu genießen. Finde dich in eine angenehme, entspannte Position und schalte für den Moment alle Ablenkungen aus. Beginne jetzt damit, dich selbst zu lieben. Finde deinen angenehmen, aufrechten Sitz und lasse deinen Atem ganz natürlich ein- und ausströmen. Spüre die Unterlage unter dir, die Aufrichtung deiner Wirbelsäule, deine Schultern ganz entspannt. Und bringe deine Aufmerksamkeit für diesen Moment zu deinem Atem. Unser Atem begleitet uns unser ganzes Leben hindurch und passt sich an die Anforderungen an, wenn wir herausfordernde Situationen erleben. Und er fließt ganz sanft und mühelos, wenn wir uns ausruhen und entspannen. Der Atem ist die Verbindung von Körper und Geist. Und wenn wir täglich bewusst atmen und volle und tiefe Atemzüge nehmen, können wir damit unseren Körper und unseren Geist zum Positiven hin verändern. Nimm einmal 5 volle und tiefe Atemzüge. Spüre den Einatmen, die Fülle des Atems und atme dabei ganz natürlich wieder aus. 1. Atme tief ein und lasse deinen Bauch und deine Lungen sich so weit ausdehnen, wie es für dich angenehm ist. Nimm die kleine Pause wahr am Ende der Einatmung und atme entspannt und natürlich wieder aus. 2. Atme frischen Sauerstoff ein. Nimm ihn auf und atme ganz ohne Anstrengung wieder aus. 3. Atme ein und fühle, wie du neue Energie aufnimmst mit der Einatmung. Atme entspannt wieder aus. 4. Atme ein und bemerke, wie das Atmen ganz natürlich geschieht. 5. Atme dann ohne Anstrengung wieder aus. Lasse alle Anspannung los. 5. Atme vollständig ein und stelle dir vor, wie du Selbstliebe in dich aufnimmst. Spüre diese Liebe und atme in völliger Entspannung wieder aus. Lasse deinen Atem in einem ganz natürlichen Rhythmus fließen, ganz mühelos, ohne Anstrengung. Sehr schön. Damit zeigst du, dass du fähig bist, dich selbst zu lieben. Diese tiefe Atmung erhöht die Sauerstoffzufuhr zu deinem Gehirn und stimuliert das parasympathische Nervensystem, das auch manchmal als Ruhe- und Verdauungssystem bezeichnet wird. Wenn du tief und entspannt atmest,
sagst du deinem Körper, dass er sich ausruhen soll, was dich entspannt und regeneriert. Das ist Selbstliebe in ihrer einfachsten Form, die du zu jeder Zeit des Tages praktizieren kannst. Lasse nun deinen Geist noch ein wenig mehr entspannen. Nimm wahr, wie deine Gedanken in deinem Kopf aufsteigen, einer nach dem anderen, ein Kommen und Gehen. Manche Gedanken verweilen eine Zeit lang, andere sind nur für einen Bruchteil von Sekunden da. Wenn du dich ein wenig konzentrierst, wirst du auch kleinere Gedanken bemerken, die zum Beispiel die Welt um dich herum beschreiben oder die Dinge in deiner Umgebung benennen. Bringe deine Aufmerksamkeit zu deinen Ohren und versuche dich auf Geräusche um dich herum zu konzentrieren. Vielleicht nimmst du den Klang deines Atems wahr. Die Umgebung, vielleicht die Natur um dich herum. Vielleicht auch Autos, die vorbeifahren. Oder Menschen, die miteinander reden. Geh einfach von einem Geräusch zum nächsten und konzentriere dich immer nur auf ein Geräusch. Dann beende die Konzentration auf ein bestimmtes Geräusch und nimm alle Geräusche um dich herum wahr. Alle Geräusche als Ganzes. Wenn du sie hörst, wirken sie fast wie winzige Wellen der Entspannung und beruhigen deinen Geist immer mehr. Sehr schön. Dein Geist entspannt sich, während du deine Sinne aktivierst. Und nutze nun die Kraft der Visualisierung, um Selbstliebe zu erzeugen. Stelle dir vor, wie du gesunde Nahrungsmittel auswählst, ungesunde weglässt, wie du gut isst und die Momente genießt, spürst, wie du deinem Körper Nahrung zuführst. Gesunde Nahrung, die dich nährt. Denn auch das ist ein wesentlicher Bestandteil der Selbstliebe, sich gut zu ernähren, auf sich zu achten. Ein anderer Bestandteil ist es, die Gedanken zu beobachten. Gedanken, die kommen und gehen,
und vor allem auch positive Gedanken über dich selbst einzuladen und den negativen Gedanken weniger Aufmerksamkeit zu schenken. Also sage dir selbst, wenn ich mich selbst voll und ganz liebe, dann kann ich auch andere voll und ganz lieben. Die Entscheidung, mich selbst zu lieben, ist eine wunderbare Vereinbarung. Jeden Tag lasse ich meine Liebe zu mir selbst mehr und mehr wachsen. Ich bin der Liebe würdig und ehre die Freude, die sie mit sich bringt. Die Entscheidung, mich selbst bedingungslos zu lieben, egal was passiert, fühlt sich wunderbar an. Ich verdiene Liebe und Selbstachtung. Mein Selbstwertgefühl wächst zusammen mit meiner Selbstliebe. Ich liebe und akzeptiere mich, so wie ich bin. Heute liebe ich mich noch mehr als gestern. Es fällt mir leicht, mich wirklich zu lieben. Je mehr ich mich selbst liebe, desto besser geht es mir. Ich liebe jeden Moment meines Daseins. Jeder Teil von mir, der mich zu dem macht, was ich bin, ist von Liebe umhüllt. Ich habe bedingungslose Liebe in mir, die sich immer mehr ausdehnt, sich immer mehr ausbreitet und auch auf die Menschen in meiner Umgebung wirkt. Nun bleibe noch für einen Moment hier. Diesem Gefühl der bedingungslosen Liebe für dich selbst, diese Liebe, die sich immer mehr ausdehnt. Und genieße dieses Gefühl. Und bleibe weiter verbunden mit diesem Gefühl der Selbstliebe, während du langsam deine Unterlage spürst, die Umgebung um dich herum wahrnimmst. Und dann öffne nun langsam wieder deine Augen. Atme tief durch. In dem Wissen, dass du immer dann, wenn du dich selbst liebst, auch Liebe finden wirst. Und danke dir selbst dafür, dass du dir die Zeit für diese Meditation genommen hast. Und ich bedanke mich bei dir, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Bis bald. Namaste.